Ich habe heute ein ganz wichtiges Anliegen an euch. Grüße. Grüße euch alle zusammen. Ich bekomme immer mehr Menschen hier mit, die hierher kommen, die hierher ziehen oder herziehen wollen. Und die haben, ich sage die meisten eigentlich, und gerade die, die sagen, ja, dein Kanal kenne ich ja in- und auswendig. Gerade diese Menschen haben hier komischerweise am meisten Probleme. Und ich muss sagen, ich sehe natürlich schon ein, wenn man so einen Kanal betreibt, hat man auch eine gewisse Verantwortung. Das heißt, wenn ich euch etwas erzähle, sollte das zumindest nach bestem Wissen und Gewissen stimmig sein. So. Und das mache ich eigentlich auch so. Aber ich bin genauso, ich bin kein Lehrer, ich bin nicht ausgebildeter Pädagoge, kein ausgebildeter Wissenschaftler, kein ausgebildeter Lehrer. Ja, ich bin jemand, der aus seiner Erfahrung berichten kann und sonst nicht. Und meine Erfahrung ist natürlich jetzt komplett anders, gerade auch hier, weil ich von Grund auf eine andere Einstellung hatte, hierher zu kommen. Und da muss man jetzt, ich meine, wir mögen die gleichen Gründe haben, hierher zu kommen, ja, aber die Einstellung war bei mir eine andere und ist sie heute noch. Ja. Bei mir ist, ich habe eine andere Einstellung zum Tod zum Beispiel. Ich habe von Anfang an damit gerechnet, wenn ich hierher komme, ja, irgendwer erschießt mich, sticht mich ab, sonst was weiß ich nicht. Ist halt so. Stört mich nicht. Ja. Und das ist so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung zum Tod hin. Die hilft natürlich mir persönlich jetzt wieder weiter, weil ich sage, alles andere ist besser. Und die kann natürlich nicht jeder haben. Aber was mir aufgefallen ist, dass viele, die kommen hierher und sagen, ja, ich kenne deinen Kanal, ja, ich habe es gesehen und ja, es stimmt ja auch, was du da gezeigt und gesagt hast, aber ich habe mir das nicht so schlimm vorgestellt. Ich habe mir das nicht so extrem vorgestellt. Und da muss ich jetzt eben eine kleine Korrektur fahren und muss euch vielleicht noch auf einiges genauer darauf hinweisen. Ich habe das alles schon getan, meiner Meinung nach. Aber vielleicht muss ich noch mal darauf hinweisen, dass das tatsächlich eine extreme Geschichte werden kann für manche. Ja? Wenn ich hierher komme und sehe so eine arabische Toilette, ich bin dick, für mich ist das ganz schlimm, auf sowas zu gehen. Aber wenn es sein muss, muss es sein, dann ist es so und es stört mich einfach nicht. Es ist aber für andere ein Riesenproblem. Ich kenne hier Menschen, die sagen, nein, ich gehe hier nicht spazieren. Könnte ja sein, oder nicht länger spazieren, es könnte ja sein, dass ich mittendrin auf die Toilette muss und dann ist kein Sitzklo vorhanden. Ja, und dann sterbe ich. Oder so. Und mir war das nicht bewusst, dass es für manche Menschen tatsächlich ein lebenswichtiges Teil ist, ein Sitzklo zu haben. Und deshalb weise ich eben nochmal darauf hin, die meisten Toiletten hier sind keine Sitztoiletten, denn meistens sind arabische Toiletten. Du musst immer und überall, ob du ein Hotelzimmer buchst, auch in feineren Bereichen, ob du mit dem Zug fährst, ob du auf eine öffentliche Toilette gehst oder ob du in irgendein Lokal, ein Restaurant reingehst, du musst immer damit rechnen, das ist keine Sitztoilette drin. Es ist immer so eine arabische Toilette drin. Und natürlich ist das ein Problem für ältere Menschen, für dicke Menschen. Ja, komischerweise hier nicht, aber für uns Europäer auf alle Fälle. Und ja, dass das schwieriger ist, nicht so schön ist, ist mir schon klar. Aber es ist halt so. Da kann man nichts ändern. Und deshalb weise ich nochmal darauf hin. Toiletten sind hier sehr, sehr einfach gestrickt. Es ist ein Loch im Boden. Okay? Auch was ich vielleicht oft nicht oder noch nicht erwähnt habe, ich meine, wer geht so genau auf mit Toiletten ein, dass zum Beispiel kein Wasseranschluss auf dem Klo ist. Ja, da steht ein Eimer drin, da steht so ein kleiner Schütteimer im Eimer. Wenn du Glück hast, ist Wasser im Eimer. Wenn du kein Glück hast, musst du vorher dafür sorgen, dass Wasser reinkommt.
Aber es gibt auch kein Klopapier auf solchen Toiletten. Ja, es gibt eben nur Wasser. Entweder mit einem Schlauch, mit so einer Analdusche oder eben, was meistens der Fall ist, mit einem Eimer oder zwei Eimer, einen kleinen, großen Eimer, wo du mit dem kleinen Eimer aus dem großen Eimer dein Wasser holst und dich dann entsprechend mit der Hand reinigst. Ja, das ist übrigens der Grund, warum die Inder immer sagen, mit der linken Hand isst man nicht, weil die nutzen das eben dafür. Gut, es ist interessant, ich habe mal einen gefragt, und wenn ich das mit der rechten Hand aber mache und dann mit der linken esse, dann ist dann trotzdem verkehrt. Also du isst trotzdem mit der rechten. Aber okay. Gut, vielleicht auch nochmal der Hinweis, was Quark, also beim Essen, ja. Quark gibt es hier gar nicht. Joghurt gibt es hier. Teuer und man muss ihn halt finden, wo es ist. Wenn ich sage Joghurt, dann gibt es meistens diesen mit Vanille- oder Erdbeergeschmack. Manchmal gibt es auch diesen Naturjoghurt zu finden. Das ist der, von dem wir jetzt reden. Käse, es gibt hier Käse, der ist sehr teuer und was draufsteht, ist nicht drin. Also wenn da steht Tilsiter, dann mag der ganz gut sein, aber hat nichts mit Tilsiter zu tun. Wenn da steht Parmesan, ist es ein Weichkäse und. Also man muss damit rechnen, dass du was anderes kriegst, als hier auf der Verpackung draufsteht. Auch in einem Lokal oder in einen Supermarkt, wenn du reingehst. Ja, das kann sein, dass da ein Ketchup ausgeschüttet ist, aber so eine flüssige Tomatensauce drin ist. Es kann auch sein, dass du etwas in die Hand nimmst und willst das Ablaufdatum sehen und ja, da stand mal eins. Ja, das ist durchgestrichen und ist da mit Hand einfach ein neues hingeschrieben. Mit dem musst du auch rechnen. Wenn du in einem Supermarkt einkaufen gehst, auch in einem großen Supermarkt einkaufen gehst und du glaubst jetzt, ah ja, da kann ich Hackfleisch kaufen, weil Kühlkette nicht unterbrochen ist, würde ich mich nicht darauf verlassen, weil die Kühlkette vielleicht schon 25 Mal vor Lieferung unterbrochen worden ist. In den Supermärkten, in einigen Supermärkten habe ich gesehen, bei Stromausfall lassen sie das die ersten paar Stunden einfach laufen. Ja, kommt halt drauf an, wenn gerade Gäste da sind oder Kunden da sind, dann nicht. Aber wenn das zum Beispiel über Nacht passiert oder wenn das an einem geschlossenen Tag passiert. Gut, Brot, es gibt hier, natürlich haben wir in Arusha, ja, ich weiß, es kommt gleich wieder die, gibt's ja alles. Natürlich kannst du hier alles haben. Wenn du reich genug bist, lässt du dir deinen Quark aus Hintertupfingen speziell anfertigen und hierher fliegen. Ja, mit einer Kühlkette. Das kannst du natürlich auch machen. Aber jetzt im Normalfall auch Brot. Es gibt viele, die sagen, ich brauche mein deutsches Brot. Irgendwo kriege ich schon. Ja, und jetzt bist du vielleicht nicht in Arusha, sondern du bist in Dodoma. Gibt's nicht. Ja, es gibt das Frühstücksbrötchen nicht. Es gibt hier dieses Toastbrot. Und das Toastbrot schmeckt noch nicht mal gut. Beziehungsweise hat noch nicht mal die Konsistenz wie das amerikanische Toastbrot, sondern es zerfällt einfach. Das gleiche ist mit Wurst. Es gibt hier natürlich auch Wurst zu kaufen. Wir haben hier in Arusha zum Beispiel einen Metzger. Ich weiß, in Dar es Salaam gibt es einen, der das auch macht. Es gibt auch viele, die es mittlerweile privat machen. Aber Wurst und Fleisch und das Essen ist hier einfach monotone, du hast nicht die große Auswahl an Essen, wenn du hier in Urlaub bist und in einem Hotel, ja, wo du richtig Kohle da lässt, sondern ich spreche jetzt davon, wenn du hier lebst in einem Haus und dann ist das Essen nicht in der Auswahl, die du das aus Deutschland kennst. Wenn du hier mal, ich war mal in einem Lokal, da gab es tatsächlich, wie heißt das, Spaghetti Bolognese. Ich dachte mir, ja, lange nicht gehabt, musste man haben. Ich hätte mir fast die Zähne ausgebissen an den Knochen in der Bolognese. Ja, es ist einfach hier so. Du hast hier, immer musst du mit allem musst du rechnen. Du musst damit rechnen, wenn du eine Portion Reis hast, dass ein Stein drin ist. Du musst damit rechnen, wenn du irgendwas mit Fleisch hast, dass Knochen drin sind. Ja, wenn du hier Fisch nimmst, die haben hier Fisch mit Gräten, knochenähnlichen Gräten und meiner Meinung nach mehr Gräten wie Fleisch. Und das muss man halt alles wissen. Ja. Es kann schon ziemlich mit der Zeit einem was fehlen, wenn man sein Honigbrötchen morgens nicht so kriegt, wie man es gewohnt ist. Ja.
Was du auch wissen solltest, wäre, was Strom und Wasser betrifft. Ja, du gehst also auf deine arabische Toilette, weil du jetzt gerade irgendwo unterwegs bist. Du gehst da rein, plötzlich ist das Licht weg. Dir brisiert's, aber da ist das Licht weg. Dir brisiert's heißt, du hast es eilig, aber es ist das Licht weg. Es ist, kommt auch nicht, kommt stundenlang nicht mehr. Auch damit musst du hier rechnen. Oder du siehst hier einen Wasserhahn, leeren Eimer und sagst, ja kein Problem, ich kann mir ja Wasser auffüllen, während ich da sitze. Aber der Hahn liefert dir kein Wasser. Tagelang, wochenlang. Das längste waren, glaube ich, 4 Wochen am Stück. Wo einfach kein Wasser aus dem Hahn kommt, weil kein Wasser geliefert wird. Damit musst du hier rechnen. Du willst online arbeiten. Das ist doch kein Problem. Aber ich habe vielleicht vergessen zu sagen, dass manchmal auch das Telefon nicht funktioniert oder nur das Internet nicht funktioniert, dass hier Sachen gesperrt werden können. Ja, aktuell ist VPN gesperrt auch. Telegram ist gesperrt. Und je näher wir der Wahl kommen, desto mehr Sachen werden gesperrt. Es wird demnächst wahrscheinlich auch WhatsApp nicht mehr funktionieren und eventuell YouTube auch gesperrt werden. Damit muss man hier einfach rechnen. Und dann ist das so. Und dann hast du halt mal einen Monat kein Internet. Wenn du das nicht überleben kannst, falscher Ort. Ist so. Es ist ein schöner Ort. Ja? Das ist ein super schönes Land. Aber man muss es auch verstehen und man muss es wissen. Man muss wissen, dass es hier ein Gefälle gibt, ein Kulturschock gibt, eine Veränderung gibt, die du noch nie erlebt hast, außer im Film. Aber da schaut es mir besser aus, weil der Held ja noch alles hat, was er braucht. Eine Privatsphäre in diesem Land ist weder am Land, also auf dem Dorf, noch in der Stadt möglich. Also wenn, dann nur sehr kurzzeitig. Oder eben du nimmst dir ein Haus mit einer hohen Mauer und einem Tor dazu. So, und dann musst du vielleicht auch noch stark genug sein, nicht darauf zu reagieren, wenn dir jemand das Tor halb einhaut. Denn wenn jemand was von dir will, und das ist hier nicht, weil du weiß bist oder sowas, das machen die auch untereinander, die Menschen. Wenn jemand da rein will, dann stellt er sich hin und klopft am Tor. Erstmal zaghaft, die ersten 10 Mal. Nach einer halben Stunde, vielleicht nach einer Stunde, fängt er mal an, ein bisschen fester zu klopfen. Irgendwann fängt noch jemand an, Hodi Hodi zu schreien. Aber rechne damit, dass, wenn es Kinder sind, bis zu 3 Stunden vor deiner Tür stehen. Und wenn es Erwachsene sind, aber locker auch mal 1 Stunde vor deiner Tür stehen. Und da musst du halt wirklich hart genug sein zu sagen, okay, selbst wenn ich jetzt hier hinter der Mauer bin, ich atme, ich unterhalte mich gerade mit jemandem, ja, es macht ja keinen Sinn, dann still zu sein und 1 Stunde abzuwarten, ja, nur weil du Privatsphäre willst. Ja, ist schwierig. Ja, jedes Mal, wenn ich mich bewege, dann kommt wird das Bild dunkler. Entschuldigung. Liegt wohl an der Kamera oder an der Hintergrundbeleuchtung, bin mir nicht ganz sicher. Also Privatsphäre ist hier sehr, sehr schwierig und sehr selten zu bekommen. Ja? Also das ist für manche Leute, glaube ich, schon eine große Umstellung. Ja? Und eventuell nicht verkraftbar. Dann kommt noch was dazu. Ja, nehmen wir Adresse, Post, Zoll. Wir glauben immer an, ja, das gibt genaue Vorschriften und nach diesen Vorschriften, da können wir uns richten. Wir wissen also genau, wann sind wir im richtigen Bereich, wann sind wir im falschen Bereich. Das ist schön und in Deutschland stimmt das auch. Hier nicht. Ja, also hier ist es wirklich so, dass du musst damit rechnen, dass deine Post einfach verschwindet. Ja? Und du kriegst nicht einfach Post. Viele sind ja der Meinung, sie kommen hierher und bestellen mal bei Amazon irgendwas. A, nein, Amazon liefert hier nicht. B, du kannst hier bestellen, was du willst. Du zahlst dich dumm und dämlich, wenn du von Amazon, also sobald Amazon draufsteht, zahlst du schon mal einen Grundsatzzoll. Ja? Und ich kenne Leute, die haben sich was schicken lassen, das war
ja, 80 Euro wert und 200 Euro Zoll hätten sie zahlen sollen. Gut, wenn man es tut, ist man auch selber schuld, das ist aber die andere Geschichte hier. Ja, nur, ihr müsst damit, oder Post, nehmen wir mal Post. Du bekommst ein Paket. So, das ist immer so, das Paket wird hier erstmal angeliefert nach Dar es Salaam. Und da ist es dann. Und da kommt einer zu dir und sagt, du, für dich ist ein Paket da. Und du sagst, ja, ich komme vorbei. Na, nee, brauchst nicht vorbeikommen. Ist ja noch in Dar es Salaam. Willst du es haben? Ja. Ja, dann fordere ich es an. Dann kommt das Paket in die Stadt, wo du lebst, zum Beispiel Arusha. Und dann zahlst du erstmal die Gebühren von Dar es Salaam nach Arusha. Mhm. Bei Paketen, nicht bei Briefen. Außer derjenige, der es verschickt hat, hat das schon mit DHL, macht das zum Beispiel nicht, aber na doch, DHL macht das auch, da war es auch schon. Ja, also es ist nicht immer ganz so einfach, hier mit Post zu bekommen, und es ist auch für viele eine Umstellung, ja, einfach zu sagen, du pass auf, mein Name, meine Stadt, meine Telefonnummer, mehr brauchst du nicht. Aber ist auch schwierig für manche. Viele kommen nicht damit klar mit den Preisen, mit den Straßenhändlern, mit den Leuten, die kommen und sagen, hey, kaufst du das? Zum einen, weil sie halt meinen, sie werden betrogen, ja, weil da sagt einer, ja, schau her, du kriegst hier so eine schöne Kappe, ja, die kriegst du für 20.000 Schilling, und du sagst, ja, 20.000 Schilling, rechnest du morgens unter 10 Euro, ja, passt, du zahlst es und stellst später fest, für 5.000 hätte ich es auch kriegen können. Ja, weil das eigentlich nicht mehr wie 2 Euro wert ist, so eine Kappe hier. Und dann fühlt man sich betrogen, ist aber nicht betrogen. Das ist hier freie Marktwirtschaft, und in einer freien Marktwirtschaft ist das okay. Da darf das so sein. Wenn du damit einverstanden bist, ist das selber schuld. Und selber schuld sein tun wir Deutschen ja nie. Das sind ja immer die anderen, also betrügen die uns. Und mit dieser Einstellung kommst du natürlich immer negativer rüber. Und Tansania haben die Eigenart, dass sie sehr positiv denken. Das heißt, je negativer du denen gegenüber trittst, desto mehr bescheißen sie dich wirklich, oder mehr nutzen sie das aus, dass du halt nicht Bescheid weißt, sagen wir mal so rum. Also die Preise sind immer entsprechend höher, sobald du weiß bist. Und manche glauben, weil wir das auch immer lernen, du musst handeln. Und das sagt mir, auch wir hatten das so gehört, als wir herkamen, du musst handeln. Das ist ein Land, wo gehandelt wird. Wird hier überhaupt nicht. Die Leute handeln überhaupt nicht wirklich. Ja, es gibt zwar welche, die dann das gerne machen, weil sie sich unterhalten wollen. Aber eigentlich ist es so, es gibt ganz klare Preise. Jeder kennt die hier. Und wer sie kennt, der kriegt es auch zu dem Preis. Nur gehen die davon aus, dass du mit deiner Hautfarbe die Preise eben nicht kennst. Und wenn du sie nicht kennst, können sie dich ausziehen, ja, geldtechnisch. Und da kommen viele eben nicht zurecht. Und der Straßenhändler, der kommt und nicht aufgibt, dauernd hinter dir herläuft und einfach wieder, wenn dann der endlich weg ist, dann kommt der Nächste oder gleich zwei oder drei. Und damit kommen auch viele nicht zurecht. Du kannst das natürlich abschaffen, aber viele, nein, die meisten hier, die schaffen es nicht, die Geduld zu haben, ein einziges Mal Geduld zu haben, um das für immer abzustellen. Wir sind da ein komisches Volk ein bisschen. Also, du musst damit rechnen, dass du permanent höhere Preise zahlst als alle anderen. Du musst damit rechnen, dass du permanent belästigt wirst. Wenn du das nicht verkraftest, Problem. Und am Schluss, es gibt bestimmt noch mehr Punkte, aber das sind die, die ich jetzt hier als meistens empfunden habe oder mitgekriegt habe. Am Schluss eigentlich noch das Allerschlimmste. Der handelsübliche Deutsche ist dazu erzogen worden, dass was Recht ist, was falsch ist, was Recht und Gesetz ist. Was Verordnungen sind und so weiter. Wir kennen das. Ja, bei uns ist eben alles geregelt. Wenn ich ein Haar im Nachbarsgarten verliere, gibt es garantiert irgendwo ein Gesetz, das jetzt entweder dem Nachbarn Recht gibt und der sagt, er muss jetzt den Rasen auf meine Kosten mähen, weil das Haar hat alles verschmutzt. Oder das Gesetz gibt mir Recht, aber es gibt so ein Gesetz. Bin ich mir ganz sicher. So, und hier gibt es auch viele Gesetze, aber es interessiert keinen. Und wenn ich hierher komme, und das ist wirklich eine Sache, die... Nehmt euch an die eigene Nase bitte, ja, ich habe es auch getan schon.
Wir Deutschen glauben, dass unser Rechtsempfinden auf dieser Welt gelten muss. Überall. Es gibt aber hier andere Gesetze. Es gibt hier Gesetze, die sagen etwas anderes aus. Und das akzeptiert hier keiner. Ich habe noch keinen Deutschen erlebt hier, oder fast keinen Deutschen erlebt, der sagt, ah ja gut, ich muss hier anders agieren, weil das ist Gesetz. Und wenn ich jetzt in ein Land gehe, wo das Gesetz absoluter Blödsinn ist, dann ist es halt Blödsinn, aber ich muss es trotzdem beachten. Ja? Also wenn ich sage, zum Beispiel in der Schweiz, hier auf der Landstraße 80 zu fahren, ist doch absoluter Blödsinn. Ich muss mich trotzdem an die 80 halten. Ja? Und wenn der Schweizer sagt, naja, nee, andersrum brauche ich gar nicht, weil es sind ja die Deutschen, die den Schweizern sagen, wie sie zu leben haben. Wir sind ja diejenigen, die anderen sagen, wie sie zu leben haben. So, und damit kommen viele nicht hier zurecht, dass hier das Gesetz anders ist. Ja, es heißt zum Beispiel, ich habe das schon x-fach erlebt, dass Menschen zum Beispiel auch Sachen tun, die sie gar nicht wollen. Ja, es ist zum Beispiel hier, es gibt ein Gesetz, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, ein Gesetz sagt, du hast eine Anschnallpflicht hier im Auto. Die Anschnallpflicht gilt natürlich komplett im Auto, von vorne und hinten. So, jetzt ist es aber so, du willst dich eigentlich gar nicht, die fahren ja auch nicht schnell hier und du willst dich gar nicht anschnallen, du willst dich umdrehen, du willst, oder willst schlafen auf der Rückbank oder sonst was, ja, dann kannst du das natürlich machen. Jeder macht das. Der Amerikaner macht's, der Engländer macht's, der Tansanier sowieso, der Südafrikaner macht's, der Kenia-Wuzi macht's, alle machen's. Aber dann kommt der Deutsche, nee, ich muss hier, es geht ja nicht, ich muss mich hier anschnallen. Ich meine, davon, dass sichere ist mit angeschnallt, ja, aber wir sind sowas von gesetzestreu und verstehen das dann gar nicht, wenn wir etwas anders erleben. Ja, oder einfach hier mal jemanden 2000 Schilling rüberzuschieben und zu sagen, hey, vergiss, dass ich gerade zu schnell gefahren bin. Auf Gottes Willen, das machen doch keine Deutschen. Naja, ein paar machen es. Ja, also das sind Sachen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt besser rübergebracht habe, aber es ist einfach, ihr müsst wissen, es ist nicht so einfach. Nur mal als Beispiel, ihr seht im Fernsehen ein Fußballspiel. Männer, hört zu, ihr seht ein Fußballspiel. Und wer von uns hat noch nicht gesagt, wow, machen die einen Scheiß, kann ich besser. Du kannst es nicht besser. Ich kann es nicht besser. Ja? Wir würden wahrscheinlich schon wie eine Dampfwalze rauchen nach 10 Meter laufen. Und die laufen dauernd hin und her. Wir haben den schönen Blickwinkel von oben. Die haben den nicht, die sehen das nicht. Das heißt, wir aber können uns nicht in diese Spielereien versetzen. Wir sagen immer, wieso macht denn der das? Ja, oder der Schiri, der Arsch, der sieht ja nichts. Wir haben eine Kamera, wo wir von oben drauf schauen. Der steht da unten, 8 Leute zwischen ihm und dem Geschehen. Und das akzeptieren wir nicht. Und das ist, glaube ich, ein deutsches Erziehungsproblem einfach. Ja, aber wir können uns nicht vorstellen, dass es anstrengend ist, dort jetzt zu laufen, durch diesen Rasen. Ja, du siehst zum Beispiel eine Szene, eine romantische Szene, ja, wo der Mann die Jungfrau rettet aus dem Eisbach. Sieht gut aus. Aber in Wirklichkeit, wenn du das machen würdest, der ist kalt. Und die Romantik ist beim Mann gleich vorbei. Nämlich auf 1 Zentimeter zurück, du, wenn es ein Eisbach ist. Also es ist anders im echten Leben. Und das möchte ich euch nochmal mitgeben. Es ist anders, als sich es hier auf den Videos manchmal darstellt. Da sieht es gemütlich aus, da sieht es schön aus. Ach, der sitzt in der Sonne, ja, dass er gerade einen Sonnenbrand kriegt und halb am Verdursten ist und die Soße läuft. Das seht ihr nicht. Aber es ist so, wenn ihr in dieses Land kommt, wie gesagt, Tansania, habt ihr gemerkt, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, Tansania ist komplett anders wie Deutschland. Und da gibt es einfach einen ganz, 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 ganz großen Kulturunterschied. Und das muss man sich vor Augen führen.
Ja, und zu sagen, ja, da gehe ich jetzt hin, ewige Sonne, ewiges Meer, weil die meisten Auswanderer brauchen ja noch ein Meer dazu, sonst wandern sie ja nicht aus, also brauchen Dauerurlaub. Für alle, die letztens gefragt haben, nein, Arusha hat kein Meer, kann man aber auf Google Maps feststellen oder vielleicht gibt es noch einen alten Atlas. Also, nochmal. Es ist nicht alles so schön, wie es sich anhört immer. Es ist nicht alles so schön, wie es ausschaut. Die Realität ist immer extremer, ja, als das, wie es sich anhört und anschaut in einem Video oder in einem Fernsehen. Jetzt glaube ich, reicht's. Jetzt habt ihr das 100-mal gehört und wenn man es öfters hört, wird es ja irgendwann mal abgespeichert, hoffe ich. In diesem Sinne, es ist trotzdem schön hier. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.